Ja, ich bin eben doch sehr skeptisch, ob die Zielorientierungen der Forschung, wenn sie sich mit der Wirtschaft liiert, noch sachbezogen genug sind. Und ob nicht, also wem bitteschön wollen Sie denn als Wirtschaftsunternehmen zutrauen, dass er Sie frei forschen lässt, ohne dass dabei etwas rausspringt für den Profit eines Unternehmers? Und natürlich kann man sagen, also wir gucken schon genau hin und passen schon auf, dass uns niemand hineinfuscht in unsere hohen Qualitätskriterien. Aber ich glaube, wir sind längst in der Situation, dass da zwei sehr ungleiche Partner aufeinandertreffen. Nämlich diejenigen, die forschen wollen, glauben, etwas Wichtiges beizusteuern, und diejenigen, die verwertbare Forschungsergebnisse haben wollen. Die Letzteren sind so ungeheuer viel mächtiger und einflussreicher. Und wenn wir um das Geld aus diesen Ecken buhlen, müssen wir unsere Seele verkaufen. Kann es mir nicht anders vorstellen. Und wir verkaufen sie beständig. Und wenn Sie mir vorwerfen, dass ich radikal geredet habe, dann kann ich nur sagen, ja, man. Nein, 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 nein. Also, nein, nein. Wenn Sie feststellen, dass es eine radikale Rede ist, dann kann ich nur sagen, ich würde gerne etwas milder reden. Und ich traue mich nur nicht mehr, milder zu reden, weil der Beifall von der falschen Seite so schnell erschallt und man den dann nicht wieder los wird. Also ich glaube, wir sind in einer Situation so hoffnungsloser Unterlegenheit, dass wir nur mit sehr, sehr deutlicher, klarer Sprache überhaupt noch uns Gehör verschaffen können. Und ja, Gehör verschaffen. Es nützt uns ja auch nichts. Ich meine, wir müssen uns ja auch nicht einbilden, dass irgendwann wir uns nun alle zusammenrotten würden und würden also sagen, ja, wir wollen das jetzt hier anders machen. Wir wollen etwas, ein neues Wesen hier in Gang setzen. Ich glaube, dass die Kräfte stärker sind als wir. Gehör können wir uns schon gar nicht mehr verschaffen. Es kann nur noch darum gehen, sozusagen mitten in diesem Getriebe daran festzuhalten, dass wir das andere denken, so würde ich es vielleicht mal sagen, das andere zu denken, das habe ich von Hannah Arendt gelernt, in der Hoffnung, dass das, was noch gedacht wird, gedacht werden kann, noch in der Welt ist. Und solange etwas noch gedacht wird und noch in der Welt ist, gibt es noch einen Sehnsuchtshorizont. Ich glaube, die Gefahr ist wirklich, dass das Denken und das Sehnen mit dem zur Deckung kommt, was ist. Und unsere Aufgabe ist es vielleicht nur einfach dagegen anzudenken, um der Sehnsucht nach dem anderen eine Chance zu geben, nach dem, was nicht von der Geldlogik bestimmt ist. Und ich meine, weiß Gott, ist es doch so, dass das, was heute an Forschung, die von der Industrie finanziert wird, also ermöglicht wird, das muss einem doch schlaflose Nächte bereiten. Also ich habe den Studierenden immer gesagt, wenn sie gestreikt haben, damit sie mehr Geld bekommen, habe ich immer gesagt, stellt euch vor, es gibt Geld und keiner will es haben. Das wäre eine erneuerungsfähige Universität. Stellt euch vor, es gibt Geld und keiner will es haben. Was würde denn passieren, wenn wir uns darauf, auf so eine Position versteifen würden und sagen, stellt euch vor, es gibt Geld, dann müssten wir alle wahrscheinlich irgendwie Taxifahrer werden oder so etwas. Ich will auch keine Szenarien hier entwerfen, das traue ich mir überhaupt nicht zu. André Gorz hat das gelegentlich versucht und es sind ganz schöne Szenarien dabei rausgekommen, aber das traue ich mir nicht zu. Aber ich glaube, diese Idee, dass wir mit mehr Geld bessere Wissenschaft machen, die ist nicht tragfähig. Die ist nicht tragfähig. Es wird so unendlich viel Grauenerregendes mit wahnsinnig klugen Köpfen
und unendlich viel Geld in die Welt gesetzt, das mir das schlaflose Nächte bereitet und mir Angst und Bange macht. Und die Gegenbewegung könnte eigentlich nur heißen, etwas mit klugen Köpfen und ohne viel Geld in die Wege zu leiten, was dann auch nicht wissenschafts- und wirtschaftsdienlich ist, sondern was dem Zusammenleben der Menschen ein etwas freundlicheres Gesicht gibt. Darum ging es. Konviviales Gerät. Dazu braucht es auch Forschung, dazu braucht es auch Technologie. Aber Illich hat das konviviales Gerät genannt. Also solche Dinge, die es uns erleichtern, miteinander zu sein, statt uns durch Misstrauen voneinander zu isolieren. Und alles, was die Konkurrenz anheizt, ist...